Howdy. Habt ihr gesehen, wie schön ich die Wartezeit für euch übersprungen habe? Nicht wahr? Pistolen und Patronen kann ich noch lesen. Informatik Intim kann ich lesen. Und dann gehe ich zu ihm her. Howdy, Partner. Gehen Sie doch rüber. Okay. Schauen Sie sich das mal an. Diese Datei habe ich in einem verschlossenen Untersystem gefunden. Strafverfolgungsprotokolle wiederhergestellt, Partner. Initialisiere Genehmigung von Gewalt. Genehmigung gefunden. Yeeha! Yay! Prim Slim und jederzeit zu Diensten. Authentischer Viehtreiber und offizieller Sprechbot des Vicky and Vans Casino Museums. Yeeha! Ja, und Sheriff Gute jetzt. Reise, Partner. Habt gehört, wir verdanken es Ihnen, dass hier wieder Ordnung herrscht. Alle Achtung! Sicher! Da hat er auch keine Deckel mehr, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Howdy! Ach, sieh an, unser rettender Gesetzesengel. Mein Problem ist, dass ich nicht mehr ein Deputy bin, sondern nur noch ein Beagle. Slim ist in Ordnung. Ich wünsche ihm nichts Böses, aber er geht nur mit Logik ans Gesetz. Es ist nicht alles weiß und schwarz, aber das kann ein Roboter wohl nicht verstehen. Theoretisch schon. Theoretisch kann ein Roboter das schon verstehen. Howdy. Die Frauen von New Vegas fragen mich oft, ob es eine Miss New Vegas gibt. Weiterentwickelt ist mit verstärkt anscheinend kaum schwere Beschädigung. Okay, schaue ich mir mal an. Mit der Ersatzteil. Zurzeit kommt es zu Spannungen zwischen der herrschenden als Kings bekannten Bande und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Was habe ich denn momentan an Reparieren und Wissenschaft? Wissenschaft fehlt mir ein Punkt. Bei Reparieren noch mehr wahrscheinlich, weil ich gesoffen habe. Ja. Aber mit Altmetall und... Okay, ich brauche mehr Altmetall. Sensormodule sollte ich haben, ja. Moment. Howdy. Okay, ob es jetzt noch geht, weiß ich nicht. Hallo! Das kaputte alte Ding? Ein Kurier hat das Ding vor ein paar Monaten hier gelassen. Hab es eine Weile zum Laufen gebracht, aber dann ist es verreckt. Ich habe es nicht mehr zum Laufen gebracht. Wollte das Ding für Kuriertätigkeiten verwenden. Aber das wird wohl nicht mehr passieren. Sie können es gerne versuchen. Das Ding gehört Ihnen, wenn Sie es zum Laufen bringen.
Wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding auf den Schrottplatz von Novak bringen. Da wäre es gut aufgehoben. Keinen Schimmer. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber meine Tage als Bastler sind längst vorbei. Okay. Ich habe sonst nichts weiter vor. Ich will zufällig eh nach Novak, also... Was für ein Zufall. Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. Du hast nicht zufällig Altmetall im Angebot? Doch, hast du. Ein weiterer zufriedener Kunde. Wieder. So. Den kenne ich natürlich schon, den Roboter. Etwas Elektroschrott brauche ich noch. Okay, Elektroschrott. Hast Hallo. Elektroschrott. Ja. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Danke. Oh ja. Oh, da ist er. Eddie, hallo. Komm mit. Und dem kann ich jetzt auch ein paar Sachen zu tragen geben. Was nicht gerade schlecht ist. Muss ich sagen. Okay, das war jetzt sinnlos, aber egal. Ja, die 40mm Granaten kann er auch mal tragen. Ich spiele auf Hardcore, das heißt, Munition wiegt auch was. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad wiegt Munition nämlich nichts. Eigentlich habe ich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad noch nie gespielt. Muss ich auch dazu sagen. Ich habe das gelesen, dass man... Und ganz ehrlich, also... Damit, dass Munition nichts wiegt, könnte ich vielleicht leben. Aber damit, dass man nichts essen und nichts trinken muss und so sowas... Nee, das geht gar nicht. So. Moment. Machen wir mal wieder die Weltkarte auf und gehen wieder dahin, wa? Obwohl wir dann auch noch was hätten machen können, fällt mir ein, aber egal. Ich sehe irgendwas Rotes, aber... Sehe ich auch irgendwas Unrotes. Was kann das sein? Oh.
haben. Und das sind simple Skorpione. Komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Das wiederum sind Ameisen. Was meine Aufmerksamkeit noch erregt hat. Nee, der ist tot, ne? Es ist kein Wunder, dass ich ihn nicht treffe. Beziehungsweise nicht töte, wenn er tot ist. Dieser Schrotthaufen da hinten. Na, so geht doch. Das ist die Kampfmusik von meinem treuen Begleiter. Na, so treu ist er ja noch nicht, aber er wird sich noch als treu erweisen. Versteckwerkzeugkasten. Und ein leerer Koffer. Ist das alles? Leerer Koffer und ein Versteckwerkzeugkasten, wo auch praktisch. Oh. Naja. Hat sich immer noch nicht besonders gelohnt. Wenn ich Versteckwerkzeugkasten lese, dann erwarte ich eigentlich schon was. Wer versteckt solchen Nippels? Seht schon, dass mein Begleiter schon viel erledigt, ne? Mit seiner eingebauten Kanone. Also hier gerade könnte er es schon alleine schaffen sogar. Ich könnte ja. Zumindest auf Schwerstellen vorerst. Da
Das dürfte schon mal einen gewissen Unterschied machen. Eigentlich sogar schon einen ziemlich großen. Das könnte sogar schon sich als zu schwer erweisen. Zumal, wenn ich mit dem Tempo weitermache. Aber ich kann es ja immer noch wieder zurückstellen. Wenn es sein muss. Das ist das Schöne an dem Spiel, der Schwierigkeitsgrad hat auch wirklich eine starke Auswirkung. Also, das habe ich schon festgestellt. Von daher, ich sollte auf Eddie ein bisschen aufpassen. Oh, 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 oh. Na, okay, es geht noch. Nicht, dass der mehr wegstirbt. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ist das irgendwas? Es sieht so aus, als könnte man da rein, aber es geht nicht. Nö, geht nicht. Hier ist direkt auch nichts zu holen, ne? Nö. Nur Deko, oder? Oh, ich sehe gerade, ich muss auch wieder was trinken. Ich habe Durst. Wisst ihr was? Ich trinke wirklich mal. Schmutziges Wasser. Moment, Moment. Die scheinen irgendwie in Kampf mit dem verwickelt zu sein, der mir freundlich gesonnen ist. Da sollte ich vielleicht schnell eingreifen. Hier drüben! Na los doch! Oh je. Moment, ich muss. Die haben. Da die muss ich nehmen, ja. Das andere ist eine Schrot und hier eine Rüstung an. Das heißt, die einzelnen Projektile kommen nicht durch die Rüstung durch. Also sie waren nicht in den Kampf verwickelt, das waren nur Krähen. Naja, egal. Egal, erledigt ist erledigt, ne? So sehe ich das.
Raben meine ich, nicht Krähen. Und nicht mehr trefflich vernünftig. Ich kann ihn nicht während eines Kampfes benutzen, mit dem kämpfe ich denn gerade? In der Entfernung sind ein paar Viecher, aber... Das können die ja wohl kaum als Kampf werden. Oder? Offenbar schon. Was ist denn das da hinten? Sieht auch interessant aus. Ob ich nicht dahin wagen soll, ist eine andere Frage. Ich schätze eher nicht. Aber jetzt bin ich versteckt. Jetzt kann ich auch das Lagerfeuer nutzen, oder? Allerdings habe ich gerade nichts, woraus ich was Vernünftiges herstellen kann, außer Heilpulver, und das ist nicht vernünftig. Irgendwo da ist eine Schießerei im Gange. Haben Sie das gesehen? Die irre Schlampe hat mich einfach angegriffen. Warum? Nein, gar keine. Wir sind zusammen unterwegs, seit ich sie vor ein paar Tagen aufgelesen habe. Und sie war die ganze Zeit freundlich. Wir haben sogar ein bisschen geflirtet, als sie plötzlich eine Waffe zog und mich anschrie. Ich soll ihr meine Kronkorken geben. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat sie gelacht, als ich ihr das Geld gab. Ich glaube, sie hat es auf meine Glücksbringer-Halskette abgesehen. Glücksbringer-Halskette? Ja, ab und an findet man einen Kronkorken mit einem blauen Stern drauf. Die sind ziemlich selten, also habe ich angefangen, sie zu sammeln. Als ich genug hatte, machte ich eine Halskette aus ihnen, weil ich dachte, dass sie Glück bringen. Selbst wenn das, was sie sagen, wahr ist, gehe ich das Risiko ein. Diese Halskette und ich haben viel zusammen durchgemacht. Und ich lebe immer noch. Wenn das kein Glück ist, was sonst? Werde ich machen. Das war das letzte Mal, dass ich eine Fremde auf der Straße mitgenommen habe. Na, reicht schon? Aha.
Oh, das war dann wohl die hier. Die hat auch schon 2 Sternkronenkorken. Die füge ich dann mal meiner Sammlung hinzu. Oh. Seht ihr das? Kein gutes Zeichen. Wie geht's dir eigentlich? Gut. Kein gutes Zeichen. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Was? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser! Jawohl! Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich! Was für eine Frage! Die einzige Lotterie, die zählt! Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft! Aha. Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Ist gut, ciao. Noch gucken müsste. Beschädigter Speicherblock von Prim Slim, das sollte ich mir noch angucken. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Hallo? Los noch einfach am Kreuz, wo wir da unweigerlich zum Tode führen. Ich glaube, das ist der gnädigere Tod. Ein Fehlerkill. Oh, hallo. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht, sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesar's Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Aha. Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte,
solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor, vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Unschuldig. Wohl kaum. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl und trotzdem versuchten sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und glotzten nur, während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Dann sage ich lebewohl. Wale, auf bald. Interessant. Etwas übertrieben. Todeskrallenkäfig. Nein, den werde ich nicht öffnen. Kann ich die... Das sind Rindenskorpione? Ich denke, das sind Todeskrallen. Was denn nun? Wenn die Skorpione sind, kann ich das auch aufmachen. Ups. Das war natürlich so nicht geplant. Und jetzt muss ich unbedingt was gegen meinen schlechten Zustand tun. Unbedingt.
Was? Erklärung der... Was? Lebensessenz. Was da dran sein mag. Nicht besonders viel. Im Sinne davon, dass es den Namen verdient, aber irgendwas könnte er wirklich haben. Meine. Man weiß es nicht. In jedem Fall hat er hier sehr viele Sicherheitsmaßnahmen installiert und alles fein säuberlich abgeschlossen. Wieso diese leere Truhe? Und diese leere Truhe. Okay. Offensichtlich ist hier erstmal nicht mehr, als ich auf den ersten Blick sehe. Naja, was heißt offensichtlich? Ich meine, es könnte natürlich. Aber wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist es auch schon geplündert worden, denn waren ja einige Dinger schon, einige Fallen, die schon ausgelöst wurden oder sogar schon abgebaut wurden. Also ja, ist jedenfalls immer wieder interessant, an Orte zu gehen, bei denen man vorher noch nicht war.
Hey, was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine Beine, dann taucht auch noch der Schrecken der Pulverbanditen höchstpersönlich auf. Was haben Sie bloß gegen uns? Wenn Sie mich verdammt nochmal tot sehen wollen, dann geben Sie mir 15 Medics und ich setze mir den goldenen Schuss, ja? Scheiße auch! Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nitten-Lotterie. Dieses Arschloch Swanick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Ja gut, theoretisch weiß ich es ja eigentlich. Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Ja, eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Sehe ich genauso. Ich habe auch meine eigenen Probleme. Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Dann wird ja ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Faire Sache. Her damit. Wiedersehen. Cool. Ich krieg Karma, weil ich jemandem Drogen gebe. Ein ganzer Coca-Cola-Kühlschrank. Cause one new isn't enough. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht. Weiß nicht, wie das rüberkam. Okay, mal sehen, was haben wir denn hier Schönes? Schachbrett. Toaster, Schnapsglas, Ofen. Ja, ja. Irgendwas Nützliches. Irgendwas. Safe. Ja, das ist doch schon eher was. Und dann war da noch eine Tür. Auch immer die. Ich würde sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Ich fühle mich wie zu Hause, ja. Ja, auch hier so, ja. Ja, könnte meine Wohnung sein. Was?
ist da hinten rotes. Nur Skorpione. Lasergewehr. Okay, Lasergewehr. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden macht das denn. 12 und 37. Okay, da ist das besser, aber auch nur, weil es gut repariert ist, also im Gegensatz zum Gewehr, zum Lasergewehr. Aschehäufchen. Aha, der hat sich anscheinend gegen die Legion gewehrt. Und mindestens einen mitgenommen. Soweit ich das sagen kann. Hallo? Hallo. Howdy. Howdy. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Kann sein. Aber hast du hier nicht genug andere Probleme? Ich meine... Und überhaupt, woher weißt du das jetzt schon? Vor allem angesichts der Probleme, die hier sind. Ich meine... Ernsthaft. Das, die hatte schon genug Glück, überhaupt zu überleben. Das jetzt auch noch zu wissen und geschweige sich denn dafür zu interessieren. Das ist schon... Das grenzt schon an Wahnsinn. Nicht wahr? Ist interessant, ich habe mir die Häuser hier nie so richtig angeguckt. Oh, Luftgewehrmunition. Cool, wa? Und ein Luftgewehr. Macht Sinn. Dass jemand, der Luftgewehrmunition hat, auch ein Luftgewehr hat. Obwohl, naja. Muss nicht, ne? Hier macht denn ein Luftgewehr einen Schaden? 4 pro Sekunde und 3 pro Schuss. Beeindruckend, oder? Beeindruckend einfach nur. Tötet sie alle und lasst Gott sie helfen. What the fuck?
Ich glaube, die Sensoren könnten noch irgendwann wichtig sein. Möglicherweise. In welchem Zusammenhang allerdings? Ehrlich gesagt, kein Plan. Noch ein Lasergewehr, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, die kann ich vergessen. Dennoch werde ich jetzt mal schauen, Lasergewehr. Das kann ich damit reparieren. Dann habe ich zum Beispiel schon mal 40 Schaden pro Sekunde. Und 14 Schaden pro Schuss. Das ist besser auf jeden Fall als die. Ja, ich weiß. Die sind nur Kulisse. Diese Kernfusionsbatterien hier existieren nicht wirklich, leider. Ja. Hatte ich doch noch irgendwas. Plasmapistole. Auch nicht schlecht. Nun gut. Ich glaube, ich schlafe einfach mal. 7 Stunden oder so. Vielleicht und was trinken muss ich jetzt auch noch. Toll. Gut. Aber jetzt ist gut und jetzt sollte ich langsam mal weitermachen mit den Rillern. Was? Was jetzt?
Ist das eine Taschenlampe? Und noch eine? Hallo! Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Sind Sie vielleicht am Handel interessiert? Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Es gibt eine alte Ödland-Legende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla-Sterne. Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla-Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festus dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Festus? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festus bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsame Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Mhm. Was denn für ein Schatz? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Aha. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen ihrer Sterne getötet. Alan Marks. Ich habe gerade das Gefühl, dass das mit den Taschenlampen hier irgendwas auf sich hat. Beru und Owen. Wenn die Namen mir jetzt irgendwas sagen würden. Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Und ich weiß, dass es was mit dem wilden Ödland-Perk zu tun hat. Also, irgendeine. Ja. So. Aber machen wir mal weiter hier. Was ist denn da los? Vielleicht will ich es lieber nicht raussenden. Wenn ich es mir mal so recht überlege. Mehr Sunset Desperia und da oben drauf ist auch ein Sternkorken. Seht ihr? Mit blauem Stern.
Ich habe Hunger, das heißt, ich schau mal, dass ich was esse. Sowas und sowas, sowas. Sowas, ja, das ist gut. Blinken nicht mal noch, wie es normal der Fall ist. Verdammter Dreck, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vermutlich schießen die Typen da drauf. Naja, zumindest kann ich eins mit Sicherheit sagen. Es war, nachdem ich das letzte Mal geschlafen habe. Nicht wahr? So viel kann ich mit Sicherheit sagen. Ja, vielleicht sollte ich doch oben rum lang gehen. Wenn ich das abgeräumt habe, kann ich ja immer noch. Jetzt will ich jetzt schon wieder runter. War ja klar, ne? Hallo! Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ja, ist gut. Es gibt...
Okay. Ich bin dran vorbei. Okay. Wollen wir doch mal sehen, was könnten wir leveln. Man kann einfach das hochleveln auf 40. Und dann... So, was haben wir, können wir noch machen? Das. Okay, das scheinen nicht noch mehr von denen zu sein. Sondern irgendwo in weiterer Entfernung irgendwas. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Was haben wir hier? Sieht ja interessant aus. Ich weiß nicht, ob ich's verlassen sieht außerdem aus. Ranch. Ah ja, eine Ranch. Also so. Wisst ihr was? Die untersuche ich genauer in der nächsten Folge. Denn ich muss gerade mal eine Pause machen. Bis gleich, später, morgen. Ciao!